Wir sind Focusai. Ich bin die Kathi. Tom. Und Patrick. Und unser vierter ist der Martin, der ist halt leider verhindert. Genau. Ja, einer muss ja arbeiten und das Geld verdienen für uns. Während wir hier, während wir hier sitzen und Interviews geben. Bandname Focusai. Focusai bedeutet ja, also es ist einerseits ein Fantasiename, der entwickelt worden ist auch, ja. Andererseits hat das natürlich auch eine Bedeutung, Focusrite. Wir dachten uns jetzt nicht, ja, klingt cool wie Focusrite, das gibt es leider schon, wir nehmen was anderes. Dachten wir nicht, nein, sondern wir haben gedacht, wir wollen fokussiert sein, wir wollen fokussieren. Aber im Leben kannst du nicht, du kannst nicht einfach auf eine Sache fokussiert sein, sondern du musst das Ganze breit sehen. Kennengelernt haben wir uns lustigerweise im Konservatorium. Also ich und Kathi haben dort studiert. Damals noch mit unserem ehemaligen Schlagzeuger, dem Daniel, war die Idee, ich wollt was Cooles vortragen, also für mein Abschlusskonzert. Und es sollte was sein, also nicht diese typischen Pop-Nummern oder sowas, sondern ich wollte natürlich eine Rock-Sache machen. Und dann dachte ich, wäre geil, wenn ich Anastasia von Slash spielen könnte, ja, und dann schauen sie alle. Und dazu habe ich natürlich eine geile Band gebraucht und mit der Kathi habe ich schon länger geredet. Unsere Einflüsse. Ja, was sind unsere Einflüsse? Woodbridge würde ich mal sagen. Dann Hailstorm. Slash. Paramore. Ja. Also entweder Hardrock-Musik, die von Frauen gesungen wird. Oder Hardrock-Musik, die von Männern gesungen wird, die singen wie Frauen. Also ich persönlich würde unseren Stil beschreiben als Melodic Hardrock. Oder eine Mischung aus Hardrock. Also Power-Pop-Elementen, also das ist schon ein bisschen, auch zum Zuhören, ist noch, ist auch ein bisschen schön dabei sein. Es kommt immer auf das Konzert drauf an, auf die Tagesverfassung drauf an, in der Regel eher nicht. Wir freuen uns einfach drauf zu spielen und ja, es macht einfach Spaß auf der Bühne zu stehen, macht einen Unterschied, ob es jetzt eine große Location ist, wo dann viele Leute sind oder auch nur im kleinen Rahmen. Jedes hat irgendwie was Spezielles und ab und zu kommt es dann vor, dass man einfach auf die Vorgruppe an, echt gut, ja. Dann wird man schon so, boah, verdammt. Dann juckt schon, dann will man schon. Ja, der Plan ist jetzt einmal, unser erstes offizielles Video zu machen. Es gibt 3 neue Veröffentlichungen im Sommer. Wir haben unser Album-Release am 1. Juni im P72 in Wien.